Und guten Morgen zusammen, wir sind live. Mein Name ist Shalia Stevens und ich bin der Virtual Coach von ShaliaStevens.com, wo wir Experten und Solopreneure beibringen, wie sie sich erfolgreich auf dem Markt positionieren, kontinuierlich neue Kunden gewinnen und ihre Expertise zu Business machen. Und heute spreche ich mit einer solchen Expertin und Solopreneurin, mit Manuela Komorek. Dieser Name ist für mich manchmal, ist eigentlich ganz einfach, gell? Komorek. Ist doch eigentlich ganz einfach, ja. Eigentlich ganz einfach. Und heute sprechen wir in diesem Live-Interview über zwei meiner Lieblingsthemen: Sexualität und Online-Business. Und wir fangen mit dem ersten an und gehen über in das zweite. Manuela, möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, das mache ich gerne. Also, mein Name ist Manuela Komorek, so kann man ihn auch aussprechen. Ich arbeite als systemische Paartherapeutin, bin aber eine von diesen modernen Menschen, die seit 20 Jahren Weiterbildung machen, alles Mögliche schon ausprobiert haben. Viel auch um Geld zu verdienen, ganz andere Sachen im Filmbusiness zum Beispiel gemacht haben und dann irgendwann diesen roten Faden finden durften. Und jetzt weiß ich quasi, dass ich schon mit 18, ich kann mich erinnern, damals in den gelben Seiten geblättert habe, weil ich ein Praktikum machen wollte in einer Eheberatung. Dann habe ich, wer die noch kennt, diese dicken Bücher, habe da rumgeblättert und jemanden rausgesucht, da angerufen mit zitternder Stimme und habe eine totale Absage bekommen und dachte, oh Gott, Gott, das war ganz blöd, das Telefonat. Aber daran habe ich mich dann wieder erinnert. Mich hat das damals total davon abgehalten, weiterzugehen. Und jetzt irgendwann habe ich mich wieder daran erinnert, bis eben heute all diese Dinge zusammenkommen. Und ich weiß, dass ich ja im Namen der Beziehungen und vor allem im Namen der Paarbeziehung gerne unterwegs bin und für die da sein möchte. Aus eigener Erfahrung und ja, wie gesagt, aus großem Interesse. Ja, genau. Und ich war heute auf deiner Website wieder mal und ich habe gesehen, da steht ganz groß systemische Paartherapie oder du bist also systemische Paartherapeutin. Was hat dieses systemische Paaransatz auf sich? Wie ist das Ansatz? Das kommt, also für mich war dann irgendwie klar, wir sind sehr beeinflusst von dem Familiensystem. Es geht eben genau darum, dass wir eingebunden sind in ein sehr enges Familiennetz irgendwie und nicht frei in unserer Entscheidung, auch nicht frei in der Wahl unserer Partner, sondern oft greift das ineinander und wir finden schon den richtigen Partner, der auch das Familiensystem mit einbezieht. Und wenn man das tut, in der Beratung plötzlich auch guckt, wo stehen die eigentlich noch in ihrem Familiensystem loyal zu den Eltern, dass sie deswegen zum Teil auch Schwierigkeiten haben, auf die Partnerin zuzugehen oder den Partner so sein zu lassen, wie er ist, weil er ist definitiv anders. Immer anders. Und das ist gut, das erweitert das Bild. Wir sind dann nicht so bei den beiden und wie sie sich verhalten, was auch gut ist und auch spannend ist und auch wichtig, mal ins Detail zu gucken, was mache ich eigentlich ganz konkret, wenn ich mit meinem Partner streite, was denke ich direkt, bevor ich anfange, mich mit ihm zu streiten, das ist auch wichtig, aber manchmal hilft es auch, das Bild größer zu machen. Und dann entdeckt man zum Beispiel bei Trennungswunsch oder immer den Gedanken, ich muss mich trennen, ach, das mache ich eigentlich, weil das meiner Mutter so gegangen ist. Also das sind dann nochmal andere Dynamiken. Und deswegen finde ich, macht das total Sinn, das System reinzuholen. Sehr schön. Und ein wichtiger Teil von Paarbeziehungen ist die Sexualität. Und ab morgen dürfen die Teilnehmer von dem Sexualitätskongress, den du führst zusammen mit deiner Partnerin Eleanor Petzold, das in großer Fülle erleben, verschiedenster Experten, 55 an der Zahl, zu Thema Sexualität. Für wen habt ihr dieses Kongress konzipiert zusammen, ihr beide, du und Eleanor? Ja, für mich war das relativ klar natürlich. Wer Paare berät, weiß, da spielt auch die Sexualität eine Rolle. Und irgendwann macht man sich auf den Weg. Man geht zur Weiterbildung, guckt und lernt Menschen kennen, die ja eigentlich auch schon seit vielen Jahren für die Sexualität unterwegs sind. Und für mich war das so ein Anliegen, ich möchte diesen Menschen wirklich eine Plattform bieten und
zeigen, was es alles gibt da draußen, und dass man die Sexualität nicht einfach so kann, als wäre das ganz normal. Natürlich, wir sind erregt, das ist einfach so, wir haben Lust, das ist natürlich, aber dann gute Sexualität zu leben und wirklich orgastische und ekstatische Zustände zu haben, das ist manchmal, braucht es da so ein bisschen Hilfestellung, oder man kann sich da mal ein bisschen mit beschäftigen und das kann man lernen. Und das ist so mein Antrieb gewesen, zu sagen, lass uns sowas tun, lass uns diesen Online-Kongress machen. Und meine Kollegin ist ganz anders unterwegs. Sie ist, es ist, finde ich, eine Art Zwilling geworden. Es gibt einmal dieses Paar-Thema in unserem Kongress und dann gibt es alles andere, was Sexualität auch ist. Da sind auch Grenzerfahrungen dabei, da ist auch wildes Ausprobieren. Da gehören eben auch ganz viele andere Aspekte noch mit rein, von ja, Persönlichkeitserfahrung bis über Sexspielzeug bis hin zu BDSM. Alles wird auch unter einem Persönlichkeitsentwicklungsaspekt angeschaut. Und es lohnt sich wirklich, da ist nichts komisch oder schmuddelig oder so, sondern es ist wirklich tief berührend, all diese Gespräche zu auch diesen Randthemen der Sexualität, falls man das so sehen will. Eigentlich ist es rein menschliche Sexualität und die ist ja vielfältig. Ja. Und das ist, also das kam mir in dem Sinn, bevor wir heute auf BeLive gehüpft sind, überhaupt über das Medium, Online-Kongress für dieses Thema. Ich finde es ein super geeignetes Medium, weil Sexualität ist eine Sache, wo man sich nicht so sicher ist, also wie man vorgehen soll, wenn man sich informieren möchte. Ich gebe dir ein Beispiel. Letzten Abend lag ich im Bett. Ich bin super früh ins Bett gegangen. In letzter Zeit ganz oft, das ist, seitdem es so früh dunkel ist. Und ich bin ganz gerne am Abend so kuschelig und habe mein Kindle geholt. Und was ich seit ungefähr, keine Ahnung, wie lange ich mein Kindle schon habe, bestimmt schon 7 oder 8 Jahre, ich gehe immer in den Bereich englische Bücher und ich schaue dann immer unter Autobiografien und Biografien. Also diese Lebensgeschichten interessieren mich so. Und gestern habe ich gedacht, Shelia, bist du eng? Du schaust immer in den gleichen Bereichen, guckst immer die gleiche Art von Bücher. Und ich habe meine Augen drüber schweifen lassen über die anderen Kategorien. Und stell dir vor, es gibt andere Kategorien außer da. Wirklich? Ja, ja, unglaublich. Oh, Wahnsinn. Und auch Erotik und Freizeit und Hobbys. Und ich habe wirklich gezögert. Ich wollte in diesen Bereich Erotik reinschauen, weil ich dachte, oh, interessant, aber ich habe mich nicht getraut, nicht mal auf mein Kindle da drauf zu klicken. Warum? Warum ist der Grund? Weil ich habe in letzter Zeit, jetzt kommt öffentlich ein neuer Loop, ich kriege in weniger als 10 Tagen einen neuen Hund, also ein Dalmatiner aus einer Rettung in Spanien. Und ich beschäftige mich, seitdem er kommt, mit verschiedensten Hundethemen, also Hundebetten und Hundenerven und GPS-Systemen, Apps dafür und alles Mögliche. Ich bin ganz verrückt. Und einfach auf der Suche nach diesen Dingen merkt sich Google und Facebook überall, was ich tue. Und plötzlich kriege ich ganz viel Hundewerbung in allen Ecken. Ja, ja. Und ich traue mich also deswegen nicht online in diesem Bereich Sexualität zu gehen, weil ich habe Angst, dass da was passiert. Mhm. Ich habe mich jedoch für deinen Kongress angemeldet. Nun, und warum? Weil ich denke, ich gebe bei euch beiden meinen Namen und E-Mail-Adresse ab. Ich habe wirklich einen geschützten Bereich, wo ich hingehen kann. Ich kann anonym in meinem eigenen Tempo im Hintergrund hinter eine Bereich, wo niemand reinschaut, einfach mich um Themen informieren, die vielleicht interessant sind. Mhm. Hast du das Gefühl, dass das ein Thema sein könnte für deine Zielgruppe, dass sie auch ein bisschen Hemmnisse haben in dieser Richtung, und wie siehst du das? Ja, das kann ein Thema sein. Es kann einfach auch sein, dass man selber für sich das Gefühl hat, in einer Sackgasse zu stecken und nicht weiter zu wissen, und das ist so ein erster Schritt, der ist wirklich niederschwellig, relativ einfach, mal zu schauen, was gibt es da alles. Und es ist interessant, es ist spannend, es sind wirklich Mind-Opener dabei. Auch wie du sagst, ne, es gibt mehr als diesen Bereich Biografien da draußen. Es gibt wirklich sehr viel mehr.
Dadurch, dass wir den Kongress zu zweit gemacht haben, kann ich auch sagen, dass es für mich so war, weil ich ja auch Interviews gesehen habe, die meine Kollegin geführt hat, wo ich begeistert bin und denke, wow, das ist ja interessant. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, dass es für mich sowas ist. Und es wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch so gehen. Da bin ich 100% sicher. Aber ich kenne auch dieses Argument, was du genannt hast, dass die Menschen sich nicht trauen, sich anzumelden, weil da ist dieses Wort Sexualität, wenn ich im Newsletter schreibe, es geht eben um Sexualität, geht der Spamfilter sofort in die Höhe. Und das ist natürlich auch ein Teil. Für die, die wirklich ein bisschen Angst haben, sich mit ihrer E-Mail-Adresse anzumelden, kann ich empfehlen, einfach eine Mail-Adresse extra sich zu holen und zu sagen, okay, dann kreiere ich nur für diesen Kongress eine Mail-Adresse, dass man sich so einigermaßen sicher dann damit fühlen darf oder kann. Das ist ein sehr guter Hinweis, daran habe ich gar nicht gedacht. Ich denke auch immer nicht dran, aber ich habe das von einer Teilnehmerin bekommen, die nämlich gesagt hat, ich habe das so gemacht und war ganz stolz und ich bin froh, dass sie mir das gesagt hat, weil jetzt kann ich es hier erzählen. Ja, absolut. Manuela, wie ist das also, wenn ich überlege zu kommen, soll ich mit einem Problem kommen? Also soll es so sein, oder ist es so gedacht, dass ich irgendwie in meiner Partnerschaft es irgendwie nicht so brennt oder wir haben ein wirkliches Problem? Oder ist es wirklich für jeder, der einfach sagt, generell, doch, unser Sexleben ist gut, aber ich interessiere mich für Erweiterung dessen neuen Idee. Wie siehst du das? Also auf jeden Fall ist es so, dass für Menschen, die jetzt in die Beratung kommen, die dürfen ein Problem haben, ganz klar. Für den Kongress selber ist es so, einfach man kann sich interessieren dafür und sich umgucken. Es gibt 5 Interviews jeden Tag, die kostenlos online gestellt werden. Also es ist wirklich kein Risiko in dem Sinne, weil eben auch gratis Teilnahme möglich ist. Und dann kann man sich das einmal angucken. Auch wenn das Sexualleben so ganz zufriedenstellend ist und man das Gefühl, da ist noch Luft nach oben. Also das ist sowas, was viele der Experten auch erzählen, dass wie sie da hingekommen sind, dass sie jetzt diesen Beruf ausüben, den sie ausüben, ist oft natürlich ein eigenes Thema, dass sie gemerkt haben, das soll es gewesen sein, da muss es doch noch mehr geben. Okay, alles klar. Expandierende Denkweisen durchaus erwünscht. Ja. Der Untertitel von diesem Kongress heißt Wege durch das Labyrinth. Was ist dieses Labyrinth? Warum Labyrinth überhaupt? Ja, da haben wir natürlich länger überlegt, wie kann man das abbilden, was wir so sehen hier, diese Vielfalt und dieses auch manchmal geht man in so eine Sackgasse und es fühlt sich dann so an, als würde es nicht weitergehen und wir wollen eben auch wieder das Bild etwas vergrößern und wie von oben drauf gucken, nein, es ist gar keine Sackgasse, es ist ein Labyrinth, du kannst einfach nochmal umdrehen und in die Richtung schauen oder guck doch mal, ob es für dich da lang geht und wir haben es eben Wege genannt, weil es nicht den Weg gibt, sondern für jeden unterschiedliche Wege und Möglichkeiten und viele Wege führen da durch. Ja, das macht absolut Sinn. Und jetzt kommen wir dann zu diesem Kongress als Format, weil meine Zielgruppe, die Leute überwiegend, die heute wahrscheinlich zuhören, interessieren sich für das Thema Online-Business. Sie sind selber Experten und Expertinnen, auch vielleicht in einem ganz anderen Bereich. Mhm. Und es liegt nicht unbedingt nahe, einfach, dass jemand, der sich auf Paartherapie und über das Thema Sexualität sprechen möchte, jetzt online geht und einen großen Kongress macht. Und wir haben im Vorgespräch gemeinsam gehabt, die Idee, du hast ja so viele Experten an Bord, 55 in diesem Kongress, viele, die noch reinkommen wollten. Ihr habt irgendwann mal die Türen zumachen müssen, weil es einfach sonst zu vielen Experten gewesen wären, was die Teilnehmer überfordert hatten. Wie bist du das erste Mal bei der Durchführung, jetzt ist das zweite Mal, überhaupt auf die Idee, einen Online-Kongress zu diesem Thema zu machen? Ja, ich glaube, wie vielen ist es mir so gegangen. Ich habe irgendwann einen ersten Online-Kongress gesehen, teilgenommen und war schlicht begeistert über diese Möglichkeit, Dinge so komprimiert und in aller Vielfalt zu zeigen und so wirklich für jeden auch zur Verfügung zu stellen oder zu zeigen. Und ich kannte, mein erster Kongress ist entstanden, weil ich als Systemaufstellerin schon lange auf diesen Kongressen war, die offline stattfinden und so viele Menschen gesehen habe wieder, die so toll sind und denen ich eben auch so eine Plattform
zeigen oder ja geben wollte, weil das Thema Systemaufstellung eben auch eine unglaubliche Vielfalt hat und die wollte ich zeigen und habe gedacht, als ich den Kongress gesehen habe, ja, das ist super, das möchte ich machen. Und natürlich ist dieses Thema Online-Business ist spannend. Also ich habe da drin die Möglichkeit gesehen, dass meine Praxis zu erweitern auf Kunden, die im Netz unterwegs sind. Für mich ein moderner, logischer Schritt. Ja, und scheinbar ein nicht so unattraktiver Weg für auch andere Therapeuten und Experten, die sich mit dem Thema beschäftigen. Sonst hättet ihr nicht so eine Warteliste von Leuten, die einfach auf den nächsten Kongress warten. Es scheint wirklich ein gangbarer Weg für viele zu sein, wo das für sie attraktiv ist. Und es ist auch aus der Warte von, lass uns einfach nur von der Business-Seite das Ganze anschauen. Du hast zwei Aspekte genannt. Einerseits überhaupt eine Plattform geben für die Themen, die du hast, Vielfalt zu bieten für deine Teilnehmer, dass sie überhaupt stöbern können durch verschiedenste Themen. Du hast gesagt, bei eurem Kongress sind wirklich sanfte Themen dabei, liebevolle Sexualität hin zu ganz Grenzerfahrungen und spannende. Von Slow Sex bis BDSM ist alles dabei. Alles dabei. Ja. Also, ein Vorteil für deine Teilnehmer und auch auf der Business-Seite, also neue Leute zu erreichen für deine Praxis, deine Liste aufzubauen. Also Kongresse sind dafür bekannt, dass man tausende neue Leute an Bord bringt in kürzester Zeit. Also nicht nur Hunderte, sondern man redet von 3.000 bis 10.000 Leute, gerade wenn man 20 Experten an Bord hat, 50 Experten, die wiederum an ihre Liste die ganze Information raussenden. Also auf jeden Fall Vorteile, das sind einige. Was waren vielleicht überraschende Vorteile, Dinge, die du auf dem Weg entdeckt hast, die du nicht im Voraus gesehen hast? Also was ich nicht erwartet habe, ist diese persönliche Weiterbildung, die da drin steckt. Schon im ersten Kongress habe ich gedacht, wow, jetzt habe ich alles verstanden über System und Paarbeziehung. Und jetzt ging es mir auch ein bisschen so, dass ich dachte, wow, jetzt habe ich alles verstanden. Zum Glück geht das dann wieder weg und man lebt wieder ganz normal und macht so. Also es fühlt sich wirklich dann an wie so ein Crashkurs. Und das ist es ja irgendwie auch. Damit hatte ich nicht gerechnet und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es so viel Kooperationsmöglichkeiten beinhaltet, weil man ja in Kontakt kommt mit wirklich guten Kollegen und Kolleginnen und im Gespräch entstehen Ideen, ach Mann, das interessiert dich auch, lass uns doch darüber nachdenken. Also das, was hinter den Kulissen auch noch stattfindet, damit hatte ich so nicht gerechnet. Und das ist allein dafür schon, lohnt es sich, diesen Weg zu gehen. Ja, sehr bereichernder Weg. Also habe ich schon von dir erfahren, was das alles dir gegeben hat als Person, nicht nur deinen Teilnehmern. Mhm. Und was du auch bekommen hast, vielleicht war ein Crashkurs in Online-Business überhaupt. Also absolut. Ja. Sagen wir mal, Video-Interviews, Landing-Pages, E-Mails, all diese Dinge. Was hast du dort gelernt, wo du sagen würdest, das wirst du lernen, wenn du beginnst, einen Online-Kongress auf die Beine zu stellen, wenn du es nicht ohnehin schon weißt? Was sind die Voraussetzungen für dieses Format durchzuführen? Naja, es ist sicher so, entweder man ist schon technikaffin, das ist aber selten der Fall und bei uns Therapeuten natürlich schon gar nicht, oder man kann lernen, abzugeben. Also wirklich sich Leute zu holen, die das schon können. Und das ist ja immer für Unternehmerinnen und Unternehmer irgendwann dieser Moment, wo man das begreifen muss, am besten ganz früh, dass man nicht alles alleine machen kann. Und das geht bei einem Online-Kongress sehr schnell, dass diese Grenze erreicht ist. Wer sich vorstellt, er macht ihn alleine, dem würde ich davon sehr abraten. Da kommt man sehr über die eigenen Grenzen. Und das ist natürlich auch ein Lernprozess. Dann die Kommunikation mit demjenigen, der das übernimmt, die Leute unter Feuer und in der Begeisterung zu halten, dass sie weiter mit dran sind und dass man gut kommunizieren lernt, damit alle wissen, wo wir gerade stehen. Was würdest du sagen, war auf dem Weg deine absolut größte Herausforderung bei der Auslieferung von diesem Format? Wo bist du? Ja, meine größte Herausforderung ist immer noch dieses Marketing. Also das, was muss ich tun, um Menschen zu erreichen? Wie kriege ich das? Und immer wieder dieses Try and Error. Immer wieder
hier ausprobieren, da eine Anzeige, da vielleicht doch nicht, das Format funktioniert, dieser Newsletter geht, da geht's gar nicht. Und immer wieder zu merken, ja, immer wieder auch diese Enttäuschungen, die da drin stecken, dass im Online-Marketing ist ganz viel Enttäuschung, finde ich, zu bekommen und damit umzugehen und zu sagen, okay, dann ist es so. Also Enttäuschung, weil die Sachen, die du ausprobierst, nicht auf Anhieb funktionieren. Genau, das ist so was ist wie, oh, jetzt ist die Information an 20.000 Newsletter-Abonnenten gegangen, zum Beispiel über einen großen Verteiler, und es haben sich 100 Leute angemeldet. Ja. Sowas. Und dann aber auch zu merken, auf der anderen Seite, manche Dinge, die funktionieren dann eben erstaunlich gut und besser als gedacht. Aber das ist, finde ich, im Marketing immer wieder der Schritt, trotzdem weiterzumachen und trotzdem rauszugehen. Ja, ja. Es ist interessant, dass du das sagst, weil ich hatte letzte Woche ein Live-Video gedreht in meiner Facebook-Gruppe, Herzgetriebenes Business und Marketing für Solopreneure. Und wir haben genau über dieses Thema, wo kommt die Enttäuschung her bei Online-Business? Es ist für mich, stelle ich mich auf die Resultate-Leiter oder auf die Lernkurve? Mhm. Die meisten stellen sich auf die Resultate-Leiter. Sie wollen Dinge tun und sie wollen unmittelbar Erfolge haben und eben die ganze Scheitern und Enttäuschungen ignorieren. Also das gibt es nicht. Da einfach hingehen auf die Ergebnisse. Und tatsächlich, was wir alle erfahren müssen, ist, die Lernkurve ist der bessere Ort zu sein, weil wenn wir sagen, okay, ich habe tatsächlich keine Ahnung, was für diese Vermarktung funktionieren wird, es gibt viele Meinungen da draußen dazu, was funktionieren könnte, ich werde vieles ausprobieren, aber und vieles lernen, das ist sicher, aber dass ich genau den Silver Bullet finde, das weiß ich einfach nicht, und diese innere Einstellung dazu beugt aus meiner Sicht sehr viel Enttäuschung vor. Hast du das auch dafür Gefühl, dass du über Zeit dich immer mehr und mehr auf diese Lernkurve stellst? Ja, auf jeden Fall. Also das war beim ersten Kongress auch noch schwieriger zu verstehen, dass die Dinge nicht so funktionieren. Da war ich mehr enttäuscht. Und jetzt wusste ich schon, aha, okay, wir werden sehen. Ich bin entspannt. Ich mache einfach das, was mir entspricht und wo ich Lust zu habe und wo ich denke, ja, das ist ein tolles Produkt und da kann ich ganz viel tun, dass es eine gute Qualität hat, so gut es geht. Manchmal klappt das nicht mit Ton und Internet, aber das, was wir tun konnten, haben wir getan und wir freuen uns, dass es ein tolles Produkt geworden ist. Es ist wirklich wunderschön. Es ist sehr reichhaltig, sehr vielfältig, sehr interessant. Und ja, wir hoffen natürlich, dass viele das auch so sehen und dass wir viele erreichen. Ja, da bin ich mir sogar 100% sicher. Und du, was ich auch höre von den vielen Leuten, die Kongresses auf die Beine stellen, das vielleicht für andere interessant ist, dass das ein langer Weg ist teilweise. Ich höre teilweise, dass es bis zu 6 Monate dauert, bis man alles auf die Beine gestellt hat, die Speaker geinterviewt hat. Wie war eure Erfahrung mit den zeitlichen Räumen in der Vorbereitung? Na, wir haben, ich glaube, vor einem Jahr ungefähr schon angefangen, das erste Gespräch darüber zu führen. Und dann habe ich mit meiner Kollegin eine sehr impulsive Person an meiner Seite, die sofort loslegen wollte. Und ich bin eher ein bisschen entspannter, lass uns langsam machen. Und das war schon unsere erste Lernkurve miteinander, da das richtige Tempo zu finden. Aber deswegen sind wir seit einem Jahr ungefähr gemeinsam unterwegs. Und die ganz anstrengende Arbeit, wo auch wirklich rechts und links neben diesem Kongress nicht mehr viel passiert, die ist jetzt seit 3-4 Monaten. Ja. Und das ist also wirklich auch eine kurze Zeitspanne. Man könnte auch mehr Zeit sich nehmen dafür. Man könnte wahrscheinlich noch für jedes Projekt mehr Zeit nehmen. Ja, das ist ja auch, ich habe es irgendwo mal gehört, dass die Arbeit sich immer an die Zeit anpasst. Wenn ich etwas in einer Stunde schaffen muss, schaffe ich es. Und wenn ich dafür eine Woche Zeit habe, dann schaffe ich es in einer Woche. Ja, genau. Jedenfalls also für euch eine eher langfristige Strategie und eine Sache mit Vorlauf und um das in Entspannung zu machen, auch habt ihr uns sicherlich Zeit gegeben, um mit den Leuten zu sprechen, gute Termine zu finden und so weiter. Für diejenigen da draußen, Manuela, die darüber nachdenken, selbst einen Kongress auf die Beine zu setzen, was würdest du denen raten? Was sind so deine besten Tipps dafür? Ich würde ihnen unbedingt raten,
den Online-Kongress als einen Teil ihres Business zu sehen. Es macht überhaupt keinen Sinn, einen Online-Kongress zu machen, um einen Online-Kongress zu machen, sondern er sollte eingebettet sein in eine Strategie, dass ich mir sage, ja, ich mache diesen Kongress, dann habe ich eine bestimmte Anzahl an E-Mail-Adressen und dann kann ich für diese Menschen was anbieten in der Folge. Also es muss für jemanden Sinn machen. Klar, man kann es auch nur machen, um einen Online-Kongress gemacht zu haben. Da lernt man schon sehr, sehr viel. Nur ist es dann eine sehr hohe Investition an Zeit, an Geld auch unbedingt. Und in die Technik muss investiert werden, in das eigene Lernen muss investiert werden. Und am Ende kann es sein, dass das dann sich nicht gelohnt hat. Ja, also schauen, dass es in deine bestehende Marketing- und Akquise-Strategie gut reinpasst am Anfang. Das ist ein super guter Tipp. Und ja, jetzt lass uns einen Schwenker zurück machen zu deinem Kongress, Manuela. Also ich habe schon zu Beginn gesagt, ich bin angemeldet, ich bin dabei, ich werde reinhören. Wahrscheinlich werde ich abends früh ins Bett gehen, mein Laptop aufhaben und so in die Videos reinschauen, anstatt auf mein Kindle im Bereich Erotik. Genau. Ich werde da reinschauen. Für diejenigen, die sagen, ja, ich finde das total spannend, ich möchte entweder mehr über Sexualität erfahren, ich komme deswegen rein, ich möchte dieses ganze Spektrum mitnehmen, oder ich interessiere mich als Online-Unternehmer oder Unternehmerin für das Format Online-Kongress und ich möchte reinschauen, wie das bei euch abläuft. Mhm. Wo kann man hingehen? Wo kann man sich anmelden? Ja, da gibt es die Webseite sexualitätskongress.com und dort gibt es ein kleines Anmeldefeld, da kann man sich eintragen mit der E-Mail-Adresse und dann seid ihr drin in dem Verteiler und werdet ab Donnerstag jeden Tag mit einer E-Mail erfreut. In dieser E-Mail sind 5 Interview-Experten vorgestellt pro Tag und das Ganze ist dann bis zum 12. November. Da werdet ihr dann immer eine kleine Information über den jeweiligen Speaker haben und es gibt auch einen sehr übersichtlichen Ablaufplan, wo man schon sehen kann, aha, am Donnerstag möchte ich unbedingt den sehen. Und diese Interviews sind immer 24 Stunden gratis online freigeschaltet. Also man muss jetzt nicht um Punkt 17 Uhr da sitzen, sondern kann auch dann nachts noch gucken oder morgens oder wann es passt. Ja, absolut. Und ich glaube, meine Strategie als Teilnehmerin wird sein, über die 5 zu schauen, am Tag 1 auszusuchen, was mich am allermeisten interessiert. Mhm. Und das eben mitzunehmen für den Tag. Also ich brauche immer so eine Informationsstrategie. Wie nehme ich das auf? Genau. Und dann sind auch, wenn man dann auf diesen Link klickt, dann haben wir die Interviews auch mit Kapiteln noch versehen. Neben dem Video kann man sehen, aha, da spricht er über dies, da spricht sie über das. Und das ist, also weil wir schon wissen, dass wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein bisschen überfordern mit 5 Interviews am Tag, die alle ungefähr zwischen einer halben Stunde und Stunde sind. Das ist ja zeitlich gar nicht zu schaffen. Außer sie sind nur für uns da als Teilnehmer. Das fänden wir natürlich sehr schön. Ja, aber da sind wir realistisch. Wir können uns die Interviews schauen am Ende. Total glücklich und zufrieden. Das, ja. Das ist dann der Sexual Overload. Sexual Overload, ja, das ist vielleicht auch nicht schlecht, Manuela. Wer sich das bewegen möchte, geil. Also man kann. Ja. Wer Zeit hat, ich stelle mir gerade jemanden vor, der oder die vielleicht mit gebrochenem Bein im Krankenhaus liegt. Perfekt. Sehr gut. Ja, also es ist jedenfalls so gut aufbereitet, dass man sich orientieren kann und keine langweiligen Sachen gucken muss. Aber ich glaube, es ist nichts Langweiliges dabei. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich werde auch zurückberichten zu dir, Manuela, und zu den anderen. Vielen, vielen herzlichen Dank für das super schöne Interview und dass du so viel Wissen auch weitergegeben hast und deine Erfahrungen von dem Online-Kongress. Das ist ein Riesengeschenk für die anderen, die zuhören und auch für mich. Mhm. Also, Dankeschön und viel Erfolg. Danke dir fürs Einladen und dass ich hier sein durfte. Vielen, vielen Dank und überhaupt für dein Dasein und deine Begleitung. Sehr, sehr gerne. Tschüss, Manuela. Ciao zusammen. Tschüss.